Namaste, guten Morgen. Schön, dass du mit uns gemeinsam die Morgenmeditation durchführst. Setz dich auf einen bequemen Stuhl. Die Rückenwirbelsäule aufrecht, aber nicht unterstützt, also nicht angelehnt. Ganz am Anfang lassen wir alles los, was wir in diesen Tagen an Ängsten, an Sorgen, an Gedanken mit uns genommen haben. Wir atmen dreimal tief durch die Nase in den Bauch ein und durch den offenen Mund aus. Tief durch die Nase in den Bauch und durch den offenen Mund ausatmen. Einfach alles loslassen. Einmal und durch den offenen Mund ausatmen. Zur Vorbereitung der Meditation üben wir etwas Pranayama Nadi Shodhana, also eine Technik zur Atemkontrolle und zur Reinigung der Nadis. Dazu die rechte Hand auf dem Oberschenkel, die linke Hand auf dem Oberschenkel ablegen. Die rechte Hand brauchen wir, wichtig hierzu nochmal, kennen Sie schon aus den Meditationen, die vergangen sind, Hände waschen im Vorfeld. Wir brauchen den Daumen und den kleinen Finger und den Ringfinger. Die beiden mittleren, also der Zeigefinger, der Mittelfinger, werden nach innen abgeklappt. Wir beginnen, atmen nach rechts aus und halten links unsere Nase geschlossen. Atmen ein, rechts, atmen links aus und wechseln dabei den Finger. Wir atmen links aus, ein, wechseln, atmen rechts aus. Rechts einatmen, wechsel, links ausatmen. Links einatmen, rechts ausatmen. Noch ein Zyklus. Und links ausatmen. Links einatmen. Und rechts ausatmen. Ja, Nadi Shodhana Pranayama versorgt das Gehirn und ihr Blut mit Sauerstoff. Es ist energetisierend und dient uns hier zur Vorbereitung der Meditation. Ja, wir schließen die Augen und richten die Aufmerksamkeit auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Achten Sie darauf, dass die Wirbelsäule gerade bleibt. Wir sind entspannt, relaxed, aber aufmerksam. Wir beobachten von hier aus einfach unseren Atem.
Kühle Luft beim Einatmen, warme Luft beim Ausatmen. Beobachte und fühle, wie die kühle Luft durch die Nase in den oberen Brustbereich bis tief in den Bauch einströmt und dann den Weg zurücknimmt. Lass alles los. Konzentriere dich auf deinen Atem und den Bereich zwischen den Augenbrauen. Wir kombinieren jetzt unseren Atem mit einem Mantra. Beim Einatmen sprechen wir innerlich Hong. Beim Ausatmen sprechen wir innerlich So. Beim Einatmen sprechen wir innerlich Hong. Beim Ausatmen sprechen wir innerlich So. Hong. So. 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 Wenn Gedanken auftauchen und du unruhig wirst, kämpfe nicht dagegen an, lass sie einfach vorbeiziehen und kehre zurück zu deinem Mantra.
Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, wenn deine Gedanken immer wieder abschweifen, öffne für einen Moment deine Augen, starre geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren. Kehre danach zurück und schließe deine Augen und konzentriere dich auf dein Mantra. Wenn du ganz ruhig geworden bist und in einem gedankenfreien Zustand dich befindest, leg dein Mantra beiseite und verweile in diesem ruhigen, gedankenfreien Zustand. Bleib aufmerksam und konzentriert und beobachte. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um an deine Familie zu denken, an deinen Partner, an deine Kinder,
alle Lebewesen, mit denen du diese Zeit verbringst. Denke an deine Familie, deine Freunde, deinen Arbeitskreis, alle Menschen, mit denen du gewöhnlich diesen Tag verbringst, die aber jetzt von dir getrennt sind. Denke an alle, die alleine zu Hause sind. Denke an alle, die kein Zuhause haben. Denke an alle Menschen, die jetzt in diesen Tagen unsere Versorgung aufrechterhalten. In den Krankenhäusern, in den Altenheimen, in den Pflegeheimen, in den Supermärkten, auf der Straße. Auf den Bauernhöfen. Und wer dir sonst noch einfällt. Dehne dein Blickfeld aus über deine Wohnung, deine Stadt, deine Gemeinde, dein Land, in die vielen anderen Länder, die in diesen Tagen mit den gleichen Ängsten, Problemen und Situationen konfrontiert sind und dies meistern müssen. Sieh sie glücklich, gesund und zuversichtlich. Lächle ihnen zu und sei dankbar. Denke an dich selbst sieh und fühle dich gesund, zuversichtlich und freundlich. Sieh, wie du konstruktiv diese Zeit gestaltest. Lächle dir selbst zu und sei dankbar.
Lass uns am Schluss der Meditation dreimal Om singen. Ja, komm am Schluss wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Ja, du kannst gerne noch so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, gedankenfreien, friedvollen Atmosphäre verweilen. Nimm sie mit, diese Stimmung in den Tag. Schenke sie anderen. Wir werden ja in diesen Tagen alle mit unseren innersten und tiefsten Ängsten konfrontiert. Und Ängste sind normal für jeden. Und manchmal auch nützlich, gerade wenn es um Unbekanntes, Neues geht, beschützen sie uns vor verschiedenen Dingen. Und das ist auch eine wichtige Funktion von Ängsten. Sie sind nicht notwendig, wenn es um Projektionen geht. Also ich mir die schlimmsten Dinge in der Zukunft vorstelle oder in der Vergangenheit grüble, wie dort alles vergangen und falsch gelaufen ist. Denn dies sind alles Projektionen. Die einen kann ich nicht mehr ändern und die Zukunft weiß ich nicht. Ich bin nur jetzt und hier und diese jetzige Situation kann ich bewusst erleben und konstruktiv gestalten. Und eine Sache springt mir die letzten Tage durch den Kopf. Matthäus Evangelium, sie sehen nicht und die möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr, denn sie? Ja, auch in einer Situation, wo große Ängste vorgeherrscht haben, war dies eine wichtige Information, die natürlich heute genauso aktuell ist. Also wenn Sie heute diesen Tag und diese Tage bewusst erleben, beobachten Sie sich selbst, wo Sie Ängste haben, sind diese wo kommen die her? Sind diese begründet oder wo können sie jetzt konstruktiv und zuversichtlich handeln und im Vertrauen nach vorne gehen? Und dazu wünsche ich Ihnen einen tollen, konstruktiven Tag, einen bewussten Tag. Schenken Sie diesen Frieden sich selbst und anderen. Und wenn Sie wollen, sehen wir uns morgen um 7 Uhr. Zur Meditation. Namaste.